Wir haben in der Vergangenheit ja schon so einige Super Mario Odyssey Mods ausprobiert, aber inzwischen ist das Ganze einfach nochmal auf ein neues Level gestiegen. Fans haben nun nämlich einen Multiplayer entworfen. Zusammen mit einigen anderen Kollegen haben wir auf ein paar Maps Mario Odyssey Hide and Seek im Multiplayer gespielt. Sprich, immer einer ist der Sucher, alle anderen verstecken sich auf der Map und wenn der Sucher einen gefunden hat, werden diejenigen auch zu Suchern und suchen die restlichen, die sich noch versteckt haben. Gewonnen hat derjenige, der als letztes überlebt. Mit dabei sind Sephiron, Vic, gute Laune-Typ, Hübi, Nerdover News und meine Wenigkeit. Sprengt den Like-Button, wenn euch das gefällt und checkt Hübi und die anderen Kanäle aus und guckt, ob die auch was dazu hochgeladen haben. Und nun geht's los. Ach so, eine kleine Sache noch. Da ich das Spiel ewig lang nicht mehr gespielt habe, wusste ich nicht mehr, wie die Maps aussehen und war etwas lost. Aber ich glaube, das hat die Sache nochmal etwas lustiger gemacht. Chat, hört man jetzt was? Kommt was? Da irgendwas? Jetzt hört man sie? Oh! Jawohl. Der Technik-Freak! Domtendo! Wir haben es alle immer gewusst. So, Leute, ich muss hier was liegen. Ich stehe an der Odyssey. Nerdy lag immer nur auf der Couch. Ich habe die PCs gefixt. Hallo? Dann nutze ich doch den Moment, um einmal zu überprüfen, ob auch die Sounds in der Aufnahme passen. Lul. Ein paar Sekunden später. Jo, eure Technikprobleme dauern auch noch an, oder? Ja, macht dir keinen Druck. Wunderbar. Top. Also, wenn Domi das Tonproblem lösen möchte, muss er in OBS einfach nur den erwähnten Soundeinstellungen sein Audiogerät Switch Ingame Sound Discord auf verschiedene Spuren legen, indem er die Häkchen unter den Nummern anklickt. Hast du das verstanden? So, ich weiß nicht, vielleicht sagt der Cutter auch, ey, kein Thema, ich bring mich um. Mit mir zu arbeiten ist geil, sagt der Cutter. Irgendwas wird der Cutter da schon. Genau das dachte ich mir gerade auch. Dafür wird er bezahlt. Gibt halt dann nochmal 50er Aufschlag oder so. Okay, pass auf. Ich hau einen Zugriffsgenerator raus. Das erste ist tatsächlich die 4. Das ist Vic bei mir. Let's go. Okay, Chat, wohin? Oh, meint ihr, da oben ist vielleicht einigermaßen klug? Wahrscheinlich nicht. Oder hier so? Mir fällt gerade halt nichts Besseres ein. Was ist das für ein dummes Versteck einfach? Oh, guckt euch den da hinten an. Wenn er runterfällt, hat er aber direkt verkackt. Ich glaube, das ist aber Hübi, oder? Hä, aber ist das so klug? Ah, oh, der hängt sich einfach an die Edge. Shit. Ich traue mich jetzt nicht mehr hier wegzugehen. Die 3 Minuten sind noch gleich abgelaufen. Leute, komm, ist die erste Runde. Ich lasse mich einfach zerstören. Ist sowieso nur Spaß. Vielleicht habe ich da Glück und keiner kommt auf die Idee, hier vorbeizuschauen. Hat der Sucher eigentlich irgendein Zeitlimit? Also, können wir auch irgendwie gewinnen? So? Nee. Nein? Es geht darum, der Krasseste zu sein, der als letztes gefunden zu werden. Genau. Der alle gecatcht hat. Der Letzte ist sozusagen der Gewinner. Der Gorilla. Der Gorilla? Der Gorilla. Der Gorilla. Ja, hier, noch eine Frage, genau. Wegen dem Dino. Haben mir Leute geschrieben, dass wenn ich was zerstöre, dass das bei euch dann nicht zu sehen ist. Das hatte ich gerade erklärt, aber da warst du auf Full Mute. Warum sagt mir das keiner vorher? Es ist jetzt schon Betrug. Dein Kopf. Er ist jetzt schon im Modus. Sephi war im Boden und sein Kopf hat rausgeguckt. Wie hast du das gemacht? Warte, ich wurde nicht als erstes gefunden. Das sah so aus, als würdest du in dem Rad. Da hinten. Hä, seht ihr auch den schwebenden Kettenhund? Im Nichts schwebt da so ein Kettenhund bei mir. Oha, Domi wechselt einfach Versteck. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Nein, das hast du falsch gesehen. Wer chillt denn da? Bro. Warum hast du dich schlafen gelegt? Ach komm! Was? Die Wand denn kaputt? Warum hast du das denn nicht gehört? Domi! Oder wer ist das da hinten? Warte, hast du mich gesehen? Wer ist das da hinten? Nein, ich komme. Oh, das ist nicht gut. Oh nein, ich hab keine Luft mehr. Oh shit! Ich hab Montag gesagt. Oh, schöner Mond. Nein. Oh, scheiße, nein. Ich glaube schon, aber es ist gelungen. Domi, ich komme. Scheiße. Leute, wie ist die Map?
Ich hab keine Ahnung, wie das Spielfeld aussieht. Domi ist da, wo der Dino ist, da, wo wir den Dino captured, ja, an der Stange. Ich schaff das nicht, ich bin bei der 2D-Passage. Er flüchtet nicht nach Hallo da. Richtung Dino. Ja. Richtung Dino. Da, wo der Dino ist. Was jetzt, Chat? Ich hab keine Ahnung, wie die Map aussieht. Hast du ihn? Oh nein, Mann. Nein, er geht wieder da, wo der Dino ist. Okay. Nein! Muss ich dich töten oder bist du schon tot? Ich Horror mit einbringen, weißt du? Oh. Ja. Bist du schon tot? Ja, es ist schon Feierabend. Okay. Ich wollte nur sicher gehen, weil im Horrorfilm sind die auch so dumm und lassen die Gegner immer liegen, anstatt fünfmal einzustechen. Oh. Du warst der Letzte. Gewonnen, ne? Ey, okay. Ich war der Letzte und da habe ich gewonnen. Du hast quasi gewonnen. First try! First try! Okay, dann alle zur Odyssey kommen. Wir bestimmen den nächsten Sucher. Das ist die 3. Nerdy, du suchst. Let's go. Jetzt schon gewonnen. Captain Toad. Bro, ich habe keine Ahnung, wo Captain Toad ist. Oh nein, ich mache einfach den King-Move und bleib unter Nessie. Also hier am Bauch. Dann muss ich halt aktiv mitschwimmen, aber... Ach so, oh, ich kann ja ertrinken. Scheiße, Digga, was? Okay, Diggi, vergiss es. Ich bin tot. Ich bin tot. Er kommt jetzt wahrscheinlich schon, oder? Oh, das ist er, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass noch jemand so dumm ist. Ich bin komplett lost. Ich hab's gesehen. Du bist die ganze Zeit gelaufen. Und wir haben immer versucht, dir zu sagen, noch 10 Sekunden, Domi, noch 30 Sekunden. Das kam nicht an. Nee, ich dachte, ich hab erst eine geile Idee, wollte mit Chat abklären. Die haben alle gesagt, nein, du bist dumm. Und dann hab ich Panik bekommen. Hä, wo ist er denn? Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wer bist du scheißen gerade? Ja. Nein, keine Ahnung. Lass mich doch einfach mal machen. Ich kann so lange und so viel scheißen, wie ich will. Vor allem das Witzige ist, Nerdy geht dann wirklich regelmäßig im Stream scheißen. Ah, jetzt geht Nerdy wieder planschen. Hast du dich überhaupt schon unter Wasser umgeguckt? Ja, die ganze Zeit schon, Alter. Ja, ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer tauchen. Also da könnte sich, glaube ich, sogar jemand verstecken. Ich war schon ganz unten. Nimm mal so ein Cheep-Cheep, damit hast du keine Luftprobleme. Ja, das ist mir bewusst. Ich hatte auch schon... Nerdy, mir wird langweilig. Ich fresse jetzt. Okay, ja, Nerdy, du hast es gerade echt einfach, mich zu kriegen. Beim Controller funktioniert einfach nicht mehr. Controller... Also es geht einfach nicht. Ich kann nichts machen. Ihr seht, ich bin nicht der Losteste, was Technik angeht. Wo ist der? Also Nerdy, bei mir ist es recht luftig, wo ich mich verstecke. Oh, da sind wir hier zwei sitzen. Scheiße, jetzt wird's, wenn Vic keinen Controller hat, dann wird's nicht so. Ich kann nichts machen. Also ich stehe einfach nur rum. Und seht ihr Frame-Probleme. Ich bin nicht der Einzige, der dumm dasteht. Du hast einen ohne Controller und einen mit 3 FPS gefunden. Du hast jetzt mal dick und doof hinzugefügt. Chat, ist hier irgendwo ein Mond. Ich glaube, man musste hier irgendwo stampfen für einen Mond, oder? Ich brauche dringend einen Mond. Peach. Warte mal, wer hier hat ein Leben? Ich. Niemand. Ja, true. Oh, geht, Digga. Wo? Verpiss dich! Als ob du jetzt nochmal zu Odyssey zurückkommst! Ich wusste das doch nicht! Warum komme ich denn da nicht gleich drauf? Weil du ein Noob bist! Hast du ihn? Warum ist da noch jemand? Wo ist er? Die kommt mal tiefer. Oh Gott! Übrigens, man kann im Cheep-Cheep nicht gecaptured werden. Ja. Digga! Das ist schon doof. Oh Gott, ich hasse das, wenn ich so einmal geschrien habe. Der ist runter. Ich hab ihn. Let's go. Hab ich tatsächlich gewonnen, oder was? Mit dem... Ich hatte noch nicht mal wirkliches Versteck, Mann. Ja, bleib mal, lass mal. Wir verstecken uns nur in den C-Sektoren. Junge, ich bin YouTuber, weil... Naja. Tim ist die 1, Domi ist die 2. Ich halte es in die Kamera. Nein, mach mal 2. Zufallszahl 1 und 2. Also C-Reihe. Ich halte es in die Kamera, es ist die 1. Tim sucht. Wo zum Teufel kann man sich hier verstecken? Ich bin so lost. Ich hab keine Ahnung. Dieses Land ist so ein Schmutz. Wo gibt's denn überhaupt diese Hotels? Also hier ist einer. Hier kommt man doch auch nicht so leicht hin, oder? Also von der Odyssey aus kommst du da, glaube ich, nicht hin. Ach, ich bleib jetzt hier hinten. LOL! Ich wollte gerade sagen, das ist wieder. Ich konnte nicht fliehen, weil Controller wieder. Ich raste. Aber Controller wurde gefunden. Mann, es passiert die ganze Zeit, dass immer kurz bevor jemand bei mir ist, der Controller. Ich werde euch schon auch finden. Macht euch nicht zu gemütlich. Ja,
Ja, bei den Münzen. Das fällt vielleicht nicht auf. Wer sucht denn jetzt? Ich. Nur du. Ja, nur, ja, Vic hat ja gerade leider Probleme. Nee, es geht wieder, alles gut. Okay, dann werden wir jetzt alle finden. Ich bin gerade in der Stadt. Ja, aber ist Vic jetzt Sucher oder kriegt er einen neuen Versuch? Nee, ich bin Sucher, scheiß drauf. Also wenn du willst, mach einen neuen Versuch, weil das war ja ein bisschen unfair. Wie du magst, also... Ja, versteck dich neu, ich bin halt gerade in der Stadt. Wenn das für dich okay ist? Ja, da hat sich schlecht angefühlt, dich zu finden vorhin. Bestimmt verstecken sich alle am selben Ort. Das wäre ja, ultra witzig. Ich gerade nicht blicke und ihr lacht euch gerade alle kaputt und chillt nebeneinander. So wie also im Wüstenland, da wart ihr zu dritt in dieser kleinen dummen Höhle. Nee, ich glaube, dass wir schon alle ein eigenes Versteck haben, weil ich habe noch niemanden gesehen, Real Talk. Ja, ich auch nicht. Ich bin so gut versteckt, dass ich niemanden mehr sehe. Also, es wäre schon peinlich, wenn Leute nebeneinander wären. Ah, da ist er. Als ob du mich jetzt erst gesehen hast. Das weiß ich nämlich nicht. Man braucht den mit dem Pfann, um den kaputt zu machen. Hä? Bei mir bist du Mario gewesen. Nein! Tibi, bei mir bist du Mario gewesen, ne? Was? Nein, Alter, ich war so strong! Du warst bei mir einfach Mario. Ich dachte, es ist vorbei. Nein! Du hast gewonnen, aber wir wollen dich ja noch fangen. Ach so, scheiße! Ich dachte, es ist vorbei. Nein. Ich glaube, ich habe ihn Warte mal, war das? Moment. Ich bin hinter dir, Da ist er, hier ist er! Da, er hüpft das Mario weg auf den Dächern. Richtung Odyssey auf den Dächern. Hinten. Oh mein Gott! Da ist er! Scheiße! Okay, let's go! Wir kriegen ihn! Ich komm zu euch! Oh, ich hab ihn berührt! Er ist ein Hothead! Hinter der Odyssey ein Hothead! Let's go! Wo schießt sich die Kanone hin? Was denn da jetzt? Auf die andere Seite, da wo du mich gefunden hast! Er ist exakt da, wo du mich gefunden hast! Oh, da kommt er geht wieder in die Kanone, glaube ich! Jetzt habe ich ihn. Nein! Ich wollte mich gerade wieder rüberschießen. Und das waren sie. Unsere lustigen Runden auf meiner Seite. Wie gesagt, checkt die anderen Kanäle ab, ob da auch was dazu hochgeladen wurde. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, die zugeschaut haben, entweder hier auf YouTube oder auf Twitch. War ein Spaß. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.